Rüstung, keine Hose. Oh. So. Keine Hose, kein Ring. Okay. Kein Pfeil und keine Titanit irgendwas, kein Schlüssel. Ziemlich assig. So, da können wir uns gleich nochmal hier. Moment. Plus 24, 24, 24. Werden wir uns noch gleich mal eine andere reinholen. Da kommt man vor allen Dingen auf 51. Meine Fresse. Ist das jetzt mein Beweglichkeitszeug oder wie war? So. Wundervoll. Ja, di-da-di-du-di-du-di-du. Okay, dann nehmen wir die. Okay, ich fühle mich immer noch schnell. Und ja, ich sehe doch deswegen ziemlich cool aus. Genauso wie die anderen hier rumeiern. Also ich merke irgendwie nicht, dass ich langsam bin. So, wie war das Contraception-Dingens? Moment. Contraption, so nennt sich das. Contraception ist wieder was anderes. 1, 3, 41 brauche ich bis zum Level Up. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, wäre es irgendwie scheiße. Oh, Junge. So, immer schön der Reihe nach. Ach komm. Das muss jetzt echt nicht sein. Na, wie viele wollen es denn noch sein? Magic, Ladies and Gentlemen. Wenn ich den mal treffe, scheiße. Ah, ist doch Blödsinn. So. Ich hoffe doch, das Ding geht hier wieder auf. Ah, natürlich geht es nicht wieder auf, aber wir haben uns wenigstens den Kampf sehr einfach gemacht. Illusion voraus. Moment. Du mich auch. Ist auch nichts. Nirgendwo eine Leiter oder irgendwas in der Art. Ach, bitte nicht schon wieder irgendeine Tür, die zugeht. Da hinten ist jemand gestorben. Mal gucken, was hier steht. Falle. Feindliche Horde voraus. Okay. Ich sehe aber nicht. Gibt es hier irgendwo Blutflecken? Nö. Wow, fuck! Oh, Junge. Und aus diesem Grund sollte man wirklich als Magier immer genug Zauber dabei haben. Immer. Hätte ich nämlich 30 gehabt, wäre ich jetzt total aufgeschmissen gewesen. Aber schon wieder. Aromaschlick. Was könnte er denn? Oh, fuck. Irgendwann ist doch mal gut hier. Kommt ihr jetzt mal um die Scheißecke gelatscht? Oder wartet ihr auf Weihnachten? Die warten auf Weihnachten. Oh nein. Ach Scheiße.
Können die jetzt mal rankommen auf dem Meter? Ach, natürlich. Ja, so, nu ist gut hier. Blöden Dreckspisser. So, Versuch Köder. Hurra für Blutfleck. Ach Gott. Illusion voraus. Kann ich mal aufhören mit ihren scheiß Illusionsnachrichten? Das ist ja assig. Hier ist überhaupt keine scheiß Illusion. Oh Mann, diese Geister machen einen wahnsinnig. So, wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Mit einer Leiter, liebe Liesel, mit einer Leiter. So, wie komme ich da jetzt? Ja. Wie soll ich denn jetzt hier bitte weiterkommen, ohne dass ich mir sämtliche Knochen breche? Ach, kommt jetzt. Was ist denn das jetzt? Ja. Geht dieser scheiß Wache mal kaputt jetzt? Okay. Okay. Fast. Versuch war es wert. Also. Hier hoch komme ich vielleicht. Ja, yep, ich muss bestimmt ja auf die Planken und dann hier hochlatschen. Genau, wenn man denkt, man hat einen Weg gefunden, dann gibt einem das Spiel den Finger. So, Blödsinn. Wie komme ich jetzt auf die andere Seite? Das ist jetzt scheiße. Okay. Also im Springen sind wir wirklich sehr begabt. Ach, das ist dieser Alte da. Wundervoll. So, Moment. Hier ist auch was. Der guckt nämlich noch auf eine andere Seite. Hier ist auch noch so ein blödes Tor. Von da muss ich wieder nach oben, damit ich wieder hier rauskomme. Dann komme ich bestimmt wieder hier irgendwo hin. Jetzt bin ich sowas von tot, wenn ich hier runterlaufe. Na, wunderbar. Heiliger Voraus. Well. I see you managed to escape. Ja, natürlich. I hope that brave warrior didn't come a cropper either. Mhm. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon. Oh. Mhm. But you should take the. Weil es Symbol Speckstein. Allows undead to call out for help to one another across the fissures between worlds. Sehr schön. With luck, somebody will lend you a hand. Das ist doch mal toll. So, dann hauen wir das Ding mal in die benutzbaren Gegenstände rein. Und wo ist er denn? Sehr gut. Lass mal gucken, wie das Ding funktioniert. Und wir nutzen es. Heiliges Rufsymbol prüfen. Benefari. Rufsymbol entfernen. Ja. Sehr schick. Ruft mich, ihr Wichser. Ruft mich. Ah, herrlich. Mit etwas Glück kommt Ihnen jemand zur Hilfe. Nee, mir kommt niemand zur Hilfe. Und ich komme auch nicht mehr auf die andere Seite. Doch, ich komme auf die andere Seite, indem ich hier geradeaus rüberlaufe und verkehrt rum den Weg gehe. Dann klappt das nämlich. So, jetzt haben wir aber genug Seelen, dass wir uns wieder mal ableveln können hier. Tschak, tschak, tschak. Wir haben ein schönes Hula-Hoop-Kleid. Wow, was war das? Hier war doch gerade eine rote Nachricht. Muss ja wirklich übelst aufs Messer aufpassen. Ja, es ist ja. So, Gegner kaputt. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, wie man so schön sagt. So. La 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 la. Ich sollte vielleicht mein Essos reinpfeifen, nur für den Fall.
Man weiß ja nie. Moin. Und vielleicht nochmal. Zwei Schuss habe ich, ja. Hoffen wir mal, dass wir treffen. Yeah. Headshot. Hat er wieder einen Gegenstand? Nee, das waren nur Seelen, die rausfallen. Oh, das war blöd. Oh, shit. Jetzt habe ich aber ganz schön was losgetreten. Der Bogenschütze da oben macht mir auch gleich das Leben zur Hölle. So, und dann kommt denn mal hier jemand hoch? Da ist er doch schon. Och, komm. Geh doch einfach tot. So, 2300. Und man kann wirklich nur hier außen auf dieses Ding, also was Hitbox angeht, hat sich das Spiel natürlich total... So, hat auch wunderbar geklappt. Was Hitbox angeht, hat sich das Spiel natürlich wieder um Längen nicht verbessert. Hätte ja mal klappen können, aber nein. So, 2400, das sollte eigentlich für ein Ableveln reichen. So, auf nach Majula. Und die hat natürlich auch keine Zauber mehr dabei oder so. Späße. Halbmondsichel. Eine Sichel mit halbmondförmiger Klinge. Deshalb heißt sie wahrscheinlich auch so. Ja. Ich weiß schon. So, Estus Scherben haben wir leider nicht. Na denn dann. Kann ich das zweimal nutzen? Nee, nur einmal, leider. Okay. Zauber müsste ich dann zweimal hochsetzen, damit ich zwei bekomme. Intelligenz. Immer noch dieses blöde Zeug hier. Oh, so Scheiße. Sieht man den ja irgendwo, ob man die mehr magischen Schaden macht? Nö. Könnte ich natürlich auch gleich wieder meine Waffe verbessern. Das bringt mir dann fast schon mehr als hier großartig. Denn. Obwohl, so viele Titanitscherben habe ich nicht. Da gehen wir erstmal auf Intelligenz. Wobei, nee, erstmal auf Zauber hier. Ich will hier anständig viele Zauber haben. So. Jetzt brauche ich blöderweise noch 300 irgendwo. Ja, da müssen wir nochmal kurz hier ein bisschen Action machen. So. Gehen wir nochmal hier durch. Killen nochmal die ersten drei. Und dann sollten wir 1400 irgendwas haben. Der blaue Siegelring. Oh, erhöht die TP leicht. Ja, wundervoll. So. Wie viele brauchen wir? 1408. So. Gegenstände. Was hast du denn alles dabei, du alte Schabrake, du? Lovely time, my dear. Oh, my dear. Oh, 62 habe ich jetzt. Sehr schön. Wenigstens habe ich einen Tick mehr Zauber. Kann mir mal kurz einer erklären, wieso hier die Gegner nicht mehr da sind? Die hin. Ich habe doch an so einem scheiß Leuchtfeuer gerastet. Ha. Ich check's nicht. Irgendwas ist hier verkehrt. Wer bist du denn? Bist du ein Gegner? So, am Leuchtfeuer rasten. So, jetzt sollten die eigentlich wieder da sein. Hui. Was ist denn hier verkehrt? Nur der hier ist da. Mr. Sleepyhead. Mr. Sleepyhead Deadshot. Ich wundert's wirklich, dass hier echt nicht.
Ja, super. Natürlich sind die noch da. Ist ja nur so, dass die mir total auf den Senkel gehen. Ach komm jetzt. Lass mich doch gesehen. Oder auch nicht. Nein, so Nummer 2. Sehr schön. Okay, keiner kommt hier hoch. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Oh ne, ich mach mal lieber die hier kaputt. Nur für den Fall. Man weiß ja nie. So. Ja, ist 1408. Wow, 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 wow. Ich brenne für dich. Ach, shit. Okay. Ach, komm, ey. Das war doch fast. Wer wirft hier mit Messer? So, da kommt doch bestimmt gleich wieder einer an hier. Das war echt sowas von knapp. Was ist es nur mit den Wurzeln und den Hitboxen? Ach, da steht er. Und da. Tada! Bam, 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 bam. Bin ja übelst am Seelenbau. Da nehmen wir noch das mit. Hüllensoldatenhelmsche. Und nochmal, so schön war. Sehr gut. Gegner tot, keiner hat mehr Gegenstände. Wundervoll. Zeit zum Ableveln. Hui. Und ich habe keine... Ach komm, fang an mit Sprinten jetzt. Du hast genug Ausdauerregeneration, dass du das jetzt verkraften kannst. Ach, da ist ja auch noch einer. Habe ich ja ganz vergessen. So. Wenn er durchkommt, ist er tot. Bam, bam, bam. It's magic, ladies and gentlemen. It's magic. Wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite, ohne mir alles zu brechen? Ist natürlich jetzt die Frage aller Fragen. Die Gretchenfrage, kann man fast dazu sagen. Oh, fast one hit. Ah, fick dich doch. Blödes Drecksding. Ah, natürlich, jetzt hat er auch noch ein Item bei. Ah, super. Oh, jetzt sind wir... Hä? Hä? Okay, das war jetzt blöd, aber... Wieso schießt denn jetzt jemand von hinten auf mich drauf? Können die sich nicht mal einigen? Von hier irgendwo hin? Ich glaube nicht. Nope, nichts. Ach, den gibt's ja auch noch. So. Ta 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 ta. Und jetzt nach oben, diesen anderen Mistsack hier kaputt hauen. Den hier gibt's nicht mehr. Ah, oh, wieso? Oh, oh. Ich fass es nicht. Wieso hatten wir den anderen nicht getroffen? So, jetzt muss ich aber nochmal auf die andere Seite hier. Alles nur für den. Moment, ich könnte natürlich auch mal hier versuchen rüber zu springen. Sollte bestimmt auch funktionieren. Hopp. Okay, Lebensstein haben wir.
Auf die andere Seite? Ich weiß gar nicht, ob ich auf die andere Seite. Nee, mir gehen wir lieber auf Nummer sicher. Man weiß ja nie. Und nach oben mit dir. Lauf, 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 lauf. Herrlich. Das hat man bestimmt bei der 1 extremst bemängelt. Wieso ist der so arschlahm bei der Treppe hoch? Das kriegst du gar nicht schneller hin. Ah, nee. Und ich bin nicht untot. So. Na dann, haben wir wieder genug Seelen, um uns zu verbessern. Uns und unsere Machenschaft des Vernichtens. Dam, 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 dam. Anscheinend, ja, werden die Gegner ausgedünnt, wenn man die zu oft besiegt. Ist aber auch nicht so schlimm, dann geht die einen wenigstens nicht auf den Sack. Ist, ja, es ist ja ein was zu farmen und so ein Zeug, aber es ist ein anderes, da tausende Male einem Dings, einem Ort vorbeizulaufen, den Weg zu gehen und dann immer und immer wieder dieselben Gegner zu killen. So, na dann gehen wir mal aufsteigen. Ja. Zauberei. Na, endlich. Haben wir jetzt einen dritten. Super. Sehr, sehr schick. Kann ich jetzt auch richtig schnell zaubern. 62 Pfeile habe ich. Das ist toll, dass das wenigstens ein bisschen nach oben skaliert. Ähnlich wie bei Pyromantie, aber die heißt hier, glaube ich, entweder anders oder gibt es ihr überhaupt nicht. Eins von beiden. So, jetzt haben wir 856. Jetzt muss ich mal gucken. Titanit, Scherben und Schollen habe ich ja, glaube ich. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Eine Waffe verbessern. Da. Eine große Titanit-Scherbe. Habe ich denn? Moment mal. So, kann ich das nicht irgendwie mal schneller wegklicken, weil ich kann nicht vorher auf Escape drücken, wenn das nicht vorher da ist. Moment, da. Und zwar muss ich erstmal nach links. Nach links. Ach, komm jetzt. Ja, jetzt direkt sehen. Große Titanitscherbe, na gut. Ja. Und verstärken. Den auf plus 3, dann machen wir den mal auf plus 4. Jetzt macht der Schaden, du. Jetzt macht der Schaden. Aber übelste Sorte. Natürlich make ich das back hier. Ich bin der Untote mit dem halben Leben. Wie war das? Du kriegst erst das Leben wieder, wenn du uns bewiesen hast, dass du das nicht brauchst. nee. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum man hier dieses halbe Leben hat. Ich habe nämlich echt keine Lust, mich jetzt hier zum Menschen zu machen wegen so einer Scheiße. Na, sieh mal einer an. Kann man den hier runterfallen? War ich denn hier oben schon mal? Verschlossen. Okay. Und vielleicht Gegenschlag. Aha! Geöffnet. So. Was haben wir denn hier Feines drin? Junge, Junge. Handaxt, schimmernder Lebensstein. Sehr schön. Oh, und eine Truhe. Okay. Lalalalalala. Und kleiner Lederschild und Reparaturpulver. Gucken wir uns doch gleich mal an, was dieser Lederschild denn kann. Lederschild. 5, 6. Wenn, dann müsste ich den hier benutzen. Damit ich endlich mal ein Schild hier reinbekommen, aber naja. Ich mag das Fernglas, das ist geil. Das hilft mir sehr. Besser als der Schild. Ich bin ja eher der vorausschauende Krieger. Also, wo kommen wir jetzt raus? Oh! Kein gutes Zeichen. Och, geh jetzt hier durch die Scheißtür. Wo kam der denn jetzt her? Fuck, ey. Muss man so aufpassen.
dass hier nirgendwo irgendein scheiß Gegner rumeiert. So, also, was bist du für eine Truhe? Eine mit einer Falle nehme ich stark an. Nein, 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 nein. Was ist denn hier passiert? Ach so, der ist da hinten gestorben. Okay, es ist Flakonscherbe und kleiner weißer Symbolspeckstein. Ja, danke schön. Ich habe noch einen kleinen weißen Symbolspeckstein. Jetzt habe ich zwei von den Dingern. Was soll ich nehmen? Hinterlässt Rufsymbol. Ne, Moment. Weißer Symbol Speckstein. Hinterlässt Rufsymbol. Das ist nicht der gut. Online Spieler zu hinterlässt Rufsymbol. Werdet als Schatten in eine andere Welt gerufen und helft dem Herrn jener Welt eine Zeit lang. Unterstützt ihr den anderen Spieler erfolgreich, werdet ihr belohnt. Der Effekt ist kurzlebiger als der des weißen Symbolspecksteins. Und er gilt nur für die Hilfeleistung an bestimmten Orten. Werdet als Phantom in eine andere Welt gerufen und helft dem Blabla. Der Fluss der Zeit in diesen Landen ist verzerrt und der weiße Symbolspeckstein ermöglicht es, Untoten einander zu helfen. Wozu ist denn der Kleine dein Gott? Kurzlebiger als der des großen Blabla und gilt nur für die Hilfeleistung an bestimmten Orten. Werdet als Phantom in eine andere Welt gerufen und helft. Die betroffene Waffe richtet vorübergehend Magieschaden an. Also das Aromaschlick. Juhu, dann riechen die Gegner wenigstens tot, wenn ich sie kaputt mache. Gut, wenn ich sie tote. Gegenstand voraus, aber unterhalb. Das ist sogar richtig. So. Also. Ja. Sehr gut. Göttlicher Segen brauche ich natürlich nicht. So, kann man hier dann noch irgendwas anderes rausfinden? Ne. Das war's dann wohl. Na gut. Und das ist nicht Zaubereinstimmung. Großer Seelenpfeil. Habe ich denn den her? So, gleich mal kicken hier, wie das Ding ausschaut. Wie das Ding sich macht. Und los! Oh. Und los! Braucht einen Ticken lang, aber geht. Sehr schön. Gut, dann machen wir jetzt hier mal eine kleine Pause und dann geht's weiter. Bis dann und ciao, ciao.